Willkommen bei einer neuen Folge meines Vlogs in langsamem Deutsch. Und heute geht es um das Thema Gedächtnis. Wie können wir besser und effizienter etwas lernen? Wie können wir schneller und besonders effizienter mehr Informationen speichern? Beim Sprachenlernen müssen wir natürlich sehr viele Wörter lernen oder wir müssen die Grammatik und auch die Strukturen einer Sprache verstehen oder zumindest anwenden können. Und wie kann ich jetzt diese Aktivität Sprachenlernen besonders effizient gestalten? Es geht hier um den Schwerpunkt, um den Kern, mit allen Sinnen lernen. Was bedeutet das, mit allen Sinnen lernen? Das bedeutet, dass man möglichst viele Fertigkeiten, also hören, sehen, sprechen und so weiter, kombiniert. Es gibt dazu eine sehr interessante Statistik oder auch eine Grafik, wo man sehen kann, welche Fertigkeit besonders effizient ist, wenn man etwas lernen und speichern möchte, im Gedächtnis speichern möchte. Und zwar gibt es bei dieser Skala auf der untersten Stufe das Lesen. Wenn ich etwas nur lese und sonst nichts anderes mache, dann behalte ich nur relativ wenig. Ich behalte nur einen relativ geringen Teil der Information. Auf der nächsten Stufe dieser Skala ist dann das Hören. Und besonders interessant ist es dann, wenn man Lesen und Hören kombiniert. Plötzlich kann man sich mehr als doppelt so viel Information merken. Und wenn wir das jetzt auf das Sprachenlernen umlegen, dann sehen wir, aha, wenn ich einen Text sowohl lese als auch gleichzeitig höre, kann mein Gehirn viel besser und effizienter diese Sprache erlernen. Wir werden vielleicht viel mehr Wörter schneller lernen können und wir werden besser verstehen, wie die Satzstruktur einer Sprache funktioniert. Das bedeutet also, je mehr Sinne ich kombiniere, je mehr Aspekte meiner Sinne involviert sind, desto besser kann das Gehirn eine Information erfassen. Das heißt also, als nächster Schritt oder auf dieser Skala, auf der nächsten Stufe, wäre dann auch das Sprechen. Wenn ich also sage, ich lese und höre etwas gleichzeitig und dann spreche ich darüber oder ich spreche es laut aus, dann kann ich wieder mehr behalten. Stell dir vor, du liest einen Text und du hörst ihn und dann nimmst du ein paar Wörter aus diesem Text und sprichst die Wörter noch einmal laut aus. Dann wirst du dir noch mehr Information merken können und noch mehr Wörter merken können. Und der letzte Schritt ist dann, dass du diese Wörter selbstständig benutzt. Stell dir vor, du machst ein Satzbeispiel mit diesem Wort oder du suchst nach verschiedenen Beispielen, wie man dieses Wort benutzt. Und so wird das Gehirn noch einmal viel besser sich das Wort merken können. Und darum geht es beim Sprachenlernen. Und das ist der Kernpunkt oder diese ganz grundlegende Idee, wie das Gedächtnis funktioniert. Ich kann natürlich auch Emotionen dazu verbinden. Das heißt, ich habe nicht nur Hören, Lesen oder Sprechen, sondern ich verbinde mit einem bestimmten Wort entweder ein bestimmtes Bild in meinem Kopf oder eine bestimmte Emotion. Und im nächsten Schritt kannst du auch bestimmte Bewegungen mit bestimmten Wörtern verbinden.
So hat das Gehirn viele verschiedene Anhaltspunkte oder Referenzpunkte, mit denen es diese Information speichern kann. In anderen Worten, wir können versuchen, unserem Gehirn eine möglichst gute Umgebung zu schaffen, damit es sich eine Information besser merken kann. Und jetzt gibt es natürlich sehr viele Wege und Methoden, wie man diese Idee beim Sprachenlernen anwenden kann. Das wollte ich heute in diesem Vlog mit dir teilen. Ich hoffe, es war für dich interessant und auch nützlich. Wie immer wünsche ich dir viel Spaß beim Deutsch und Sprachenlernen. Bis zum nächsten Video.